Und damit, hallo und willkommen zurück hier bei Watch Dogs Legion. In der letzten Folge hatten wir hier ein bisschen Ärger, möchte ich mal sagen. Naja, da mussten wir uns ein bisschen helfen. Das haben wir, glaube ich, schon gemacht. Weil ich mir nicht genau sicher bin, wo das hinführt. Nach da drüben, alles klar. Wenn ich es gerade sehe, machen wir das auch mal kurz scharf. Gehen wir mal darüber. Dieses Ding gefällt mir gar nicht. Code Braun. Interessant. Da war auch irgendwas. Nehmen wir gleich mal mit hier. Irgendwas. Falle scharf machen. Machen wir doch glatt mal. Ansonsten gibt es hier scheinbar auch nichts. Müsste da nicht hochklettern? Schließlich wissen, was wir hier jetzt noch zu erledigen haben. Und vor allen Dingen, wie kann man denn dieses Ding hier entschärfen? Ich glaube nämlich nicht, dass ich da reinklettern sollte. Aber irgendwo muss es hier ausgehen. Aber hier war ich schon. Hier ist ja nichts mehr, oder? Nee. Nee, dann würde ich sagen, sind wir hier fertig. Pack mal die Knarre weg. Das Ding ist sehr gechillt gerade. Ich glaube, sobald ich hier durchgehe, wird das Ding aktiv. Schicken Position eines 1033. Anweisungen folgen. Ja, ich habe eine Idee. So, dann sind wir hier erstmal raus. Okay. Und der Typ ist wo? Ich hätte es gerne auf der Karte gesehen, aber wir hätten hier auch noch was Propaganda stören. Was für ein Arsch. Er ist auf jeden Fall zwielichtig. Seine Netzwerkaktivität zeigt, dass er sich in den National Health Service hacken wollte. Der NHS hat's auch so schwer genug. Da müssen sich nicht noch irgendwelche Wichser einmischen. Glaubst du etwa, ich könnte den Schaden nicht beheben, den ein menschlicher Hacker angerichtet hat? Verbind mich einfach mit einem der Krankenhausserver, auf denen er unterwegs war, dann mache ich das schon. Alles klar, kriege ich hin. Alles klar, aber erst. Das Ding hier. Und dann das andere. Nein, bloß nicht drunter hüpfen. Das sieht nicht gesund aus. Dieser Ort weckt alte Erinnerungen. Ne, wir waren hier vor 5 Minuten. Da kann. Oh, wow, wow, wow. Alter, die hält. Die hält gut was aus. Wir haben wieder keinen fahrbaren Untersatz, das heißt, wir gehen zu Fuß. Schon Glück gehabt. Entschuldigung, Jungs, ich muss hier mal durch.
So lange ist das fast komisch. Ganz großer Fehler. Tja, das war's. Suche beendet. Toll. Saft aus. Schau mit den Spielchen. Na schön, legen wir los. An alle Einheiten, ich wiederhole, an alle Einheiten. Es wurde eine feindliche Person in ihrem Bereich gemeldet. Ende. Ich verfolge die Zielperson. Ich sollte mal weg. Irgendwo hier. Manchmal klappt das mit dem... Ich denke manchmal irgendwie nicht. Hat jemand Sichtkontakt? Irgendwer? Hier drüber? Ja. Steck mal die Knarre weg. Toll. Da steht halt nicht immer im Weg rum. Beende die Sache jetzt. Alle Einheiten zurückziehen. Ende. Genau, beende das. Mach da drüben mal kurz noch Propagandagedöns. Ich muss hier mal kurz irgendwo anhalten. Vielleicht sollte ich auch hier mal um den Kreis fahren. Das muss ja irgendwo, glaube ich, stehe hier völlig falsch. Entschuldigung, ich muss hier mal rein. Dankeschön. Ja, wie komme ich darauf? Fette Kanone. Kann man hier irgendwas machen? Nein. Wie kommen wir darauf? Wahrscheinlich wieder über eine Drohne, oder? Ja, wie ich es mir gedacht habe. So, Jungs. Hallo Drohne. Ich glaube, ich komme gerade, wo ich hin will, ohne hin, oder? Schauen wir mal, ob ich da hinkomme. Ja, sieht eigentlich gut aus. So, hier mal euren Server hier zerlegen. Tschüss. Ein wenig Kunst würde hier echt was bewirken. Platz da, Banksy. Hier komme ich. Erledigt. Was das Imperial War Museum angeht, bist du fertig. Aber je weniger Albion-Propaganda in Lambeth, desto besser. Mission. Wir haben uns um jedes Albion-Ziel in Lambeth gekümmert. Super. Die Leute haben genug von Albion und zeigen das auch. Eine tapfere Seele hat um ein Treffen gebeten, damit wir besprechen, wie man den Bezirk wirklich mobilisieren kann. Upsala. Können wir mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Aber sieht eher nicht so aus. Dann können wir jetzt hier wieder ganz geschmeidig runter. Die macht immer Geräusche. Ja, hier dann doch nicht. Ging irgendwo. Hier ging es runter. Hey Jungs. So. Damit hätten wir die Propaganda hier auch erledigt. Das sind die NHS-Server. Ich glaube, NHS stand für National Health Service. Das ist deren Grundversorgung. Ich will keinen Ärger machen. Kein Ärger?
bist dir im Clan Kelly Land. Jede Menge Herkünfte. Also verpiss dich. Na, stopp! So, ich hoffe, dir geht's gut. An alle Einheiten. In ihrer Nähe wurden eine oder mehrere Verdächtige gemeldet. Wir untersuchen das. Halten uns bereit. Zentrale, wir verfolgen die Zielperson. Alter, wenn dann bin ich hier. Was ist denn die weibliche Form von Bro? Hat eine andere Streife Sichtkontakt zum Zielende? Ich habe keine Ahnung, was die weibliche Form von Bro ist. Ich breche die Verfolgung ab. Wenn es mal jemand weiß, kann er es gerne mal in die Kommentare schreiben. Mir fällt es gerade nicht ein. Ich wüsste das Wort gar nicht. Oder kann man Bro auch zu Frauen sagen? Ich weiß es. Oder ist es dann sexistisch? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche ein Auto. Da steht eins. Hallo, ich will einchecken. Sorry. Wie lang? Alter. Deiner scheiß Bullenflöte da. Ich muss hier mal durch. Zen, es lief doch alles hier ganz entspannt und geschmeidig. Manchmal frage ich mich, ob die absichtlich hier so in die Gegend schleudern, Dingesgerüst da, was schon da, sich mitten in den Weg stellen. Okay. Zirkel, noch kein Weg da rein. Wirklich? Captain Obvious wieder. Ah, da oben. Was ich aber auch hier habe, sind Gegner. Versammlungen über 5 Menschen werden aufgelöst. Wie zu Corona-Zeit. Vom Parlament abgesegnete Machtbefugnisse in London. Aha, hier ist so ein Abschaltkasten. Nur noch keine Ahnung. Ja, natürlich. Ja, okay. Ist gut hier bei euch? Ich glaube, das könnte so klappen. Jetzt hier. Ups, Tane will ich hin. Das Ziel sollte zu hacken sein. Wenn ich eine Stelle finde, wie ich reinkomme, ja, könntest du recht haben. Gehen wir übers Dach, oder? Zack. Knack, schlafen gehen. Irgendjemand läuft da unten hin und her. Ja, kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Sonst noch irgendwas geboten? Über den Dächer von Nizza.
Gehen wir da ran. Nee, nee, lass das mal. Mach das nicht, das macht überhaupt keinen Sinn. So. Damit müsste ich jetzt unten in den Keller reinkommen, oder? Das Ding muss ich noch mitnehmen. Zielversion ist nicht verschwunden, die ist immer noch da. Oh, hier ist es. Zack, mitnehmen. Ach schon. Ist noch ganz andere Möglichkeit. Hätte es gegeben. Naja, ich nehme mal den relativ direkten Weg. Das. Stellt hier alles auf den Kopf. Findet sie. Woher weißt du denn, dass wir hier als Frau sind? Ach, das wollte ich doch gar nicht. Nur die Tür aufmachen. Alter, was ist hier für eine Sauerei schon wieder am Laufen? Okay, was haben wir, Bax? Es gab gar nichts zu beheben. Er hat Löcher im Sicherheitssystem geschlossen, nicht geöffnet. Ist wohl weniger ein Cyberkrimineller als ein Tech-Support-Gerät. Sprich weiter. Er hat sich besonders auf die Organtransplantationsliste konzentriert. Wenn jemand diese Schwachstellen kennen würde, hätte er reichlich Kontrolle über die Warteliste. Das fällt auf jeden Fall in die Sparte. Dinge, die DedSec sich anschaut. Mach ein Treffen aus, Bagley. Triff dich mit Greg. Das Ding ist total nutzlos. Auf die Tür jetzt hier. Super. Ja. Na, das war der Typ hier. Doch mal die Knarre weg. Immer läuft hier rum mit fetter Knarre. Knack. Ein böser weniger. Na komm, entspannen hier. Weiß ja nie, für was muss man irgendwann brauchen. Das wird nichts mehr machen. Aber ich mache es immer auch Spaß an. Verdammt. Ich dachte, das wäre das Ding zum Drüberhüpfen. Triff dich mit Greg. Der Typ ist wo? Alter, weh, du läufst mir jetzt in die... Wo wohnt denn Greg? Muss ja wissen, wo ich hin muss. Mhm.
irgendwas ist schon wieder a crime. Alter, hörst du halt auf, hier rumzuschleichen, ey. Brauch einen anderen Fahrbahnuntersatz. 1600 Meter mit dieser Kröte. Komme hier nie an. Ja, ich passe hier gerade so durch. Rum, 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 rum. Ups, das war eine Bullenkarre. Das war gar nicht beabsichtigt. Ja, gut. Könnte ein bisschen eng werden, aber ging. Oh, hier wäre auch gerade was, aber erstmal eins nach dem anderen. Ey. Krankenwagen, ich habe Vorfahrt. Ich glaube, ich sollte hier bremsen. Kann ich hier nicht einfach geradeaus fahren? Also theoretisch hätte ich es gekonnt. Was fahren die sich denn hier zusammen? So, warte mal. Links, ja, England. Linke Seite. Wo ist denn der Typ? Beim Saufen in der Kneipe? Ja. Bum, 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 bum. Hi Greg, ich sehe dich. Also, Detzek, schön, einen von euch leibhaftig zu treffen. Wir haben deine Arbeit im Krankenhaus gesehen. Sehr beeindruckend. Tja, die Kellys konnte ich trotzdem nicht aufhalten. Sie haben hunderte Organe rausgeschmuggelt, bevor die Lücke geschlossen war. Das klingt überhaupt nicht gut. Ich würde die Organe zurückholen, aber ich kann's nicht mit denen aufnehmen. Okay. Wir geben unser Bestes. Danke. Hilf mir und ich werd's dir nicht vergessen. Eine Hand wäscht die andere. Und am Schluss sind wir üblich immer beide dreckig. Das Hauptquartier des Schmugglerrings schon gefunden. Ich schicke die Details an deine Optik. Ich schaue, was sich finden lässt. Ja dann. Wo bleiben die Infos für die Optik? Jetzt soll ich auch noch eine Organkarre klauen. Moment, wo sind die überhaupt? Natürlich, wieder am anderen Ende der Stadt. Ihr wollt mich doch hier veräppeln. Wobei... Da wir zu der Eck, da wir da drüben schon waren, können wir da einfach ganz entspannt eine Schnellreise rüber machen. Bum, bum, bum. Ich bin nicht die Armee, da hast du recht. Ich auch nicht vor zu sein. Was? Wir brauchen euch hier nicht. Tänzer etwas aufhören. Mhm. Du, da bist du. Nee, ja. Er ist doch nur ein kleines armes Trünchen. Schade, stütze wieder nicht ab. Das vergesse ich jedes Mal. Team Haftentlassung, alles klar. Entschuldigung, muss ich mal lang. Vor Verfolgung verstecken. Aha. Da drinnen also, ja. Gut, die gestohlenen Organe sollten in einem Krankenwagen vor Ort sein. Mhm. Das da ist das Fahrzeug. Er wieder, weiß Bescheid. Captain Obvious schlägt wieder zu. Erstmal den Key hier besorgen. Gib mir den Key. Dankeschön.
erstmal hier alle möglichen Leute anlocken. Geh halt ran. Toll. Aufschwärmen, findet sie. Sie? Wen sie? Sperren, stören. Kann ich nicht einfach die Karriere vorne rausfahren? Wäre so viel einfacher. Und so viel lustiger. Was ist das hier hinten? Auch nur eine Falle. Scheiße! Ich muss melden, dass das Arschloch entkommen ist. Oh, armes Tuck. Ja, das stimmt halt rum, oder? Ah! Alter, warum ist der explodiert? Hallo? Natürlich brauche ich den Notdienst. Seht euch mal um! Ich rufe doch nicht an, um. Ist der voll explodiert? Ist klar. Diese Dinge hier damit kaputt machen? Nein. Schade, das wäre es jetzt irgendwie noch gewesen. Hier ist nichts. Weiter. Mal kurz mal einen Tech-Look machen, ob hier noch irgendwas Lustiges ist. Alles sauber. Langsam wird nicht echt. Bum, bum, bum. Super abgeschlossen. Hier ist niemand. Ah, täusch du dich leider. Hier ist ja wohl jemand. Und ich werde euch den Arsch aufreißen. Betriebsunfall. Mal nachschauen. Moment, du bist. Ich muss meine kleinen Opfer tarnen, damit es nicht so auffällt. Keine Ahnung, wo du bist, aber du gehst schlafen. Ich liebe das, wenn es so gut, wenn es so flüssig durchläuft hier. Diese so ist es hier. Es läuft wie am Schnürchen gerade. Finde ich gut. Ja, das andere war ja draußen. Geht's denn jetzt eine Treppe weiter runter? Einer drin, oder? Nein.
schon wieder. Hey, bist du doch, hier war ich schon mal. Das machen wir gleich mal aus, ja. Das Letzte, was ich jetzt hier brauchen kann, ist so ein komischer... So ein komischer Kasten, der jetzt hier Geschrei macht. Es wird wieder eine Folge mit Überlänge, ich sehe schon. Aber das gefällt euch doch bestimmt, oder? Wenn es mal ein bisschen länger dauert. So, drei Stück haben wir noch, oder? Ja, sieht so aus. Vier. Hier war ja auch noch einer. Na gut, wir kümmern uns hier drum. Hier den hier mal aufmachen. Das klang nicht sehr professionell. Schrei nicht so rum. Und da frage ich mich, das ist, irgendwie wären das nicht weniger gerade. Vor allen Dingen die zwei hängen so nah beieinander. Das ist das, was mir gerade am wenigsten gefällt. Nix. Halt! Bleib weg von mir! Alter. Warum habe ich dieses Ding nicht angemacht? Wo liegt Tante jetzt? Wo ist die hin? So viele Optionen hat die doch gar nicht. Sie. Wo ist die denn? Die da hinten, ne? Jetzt noch fehlt es die Tante. Die kann doch nicht plötzlich sich in Luft aufgelöst haben. Sehr mysteriös. Hab das Auto. Und jetzt? Ich schätze, es wäre nicht schlecht, die Organe in ein Krankenhaus zu bringen. Aber du könntest sie natürlich auch verspeisen. Mir ist das relativ egal. Dann würde ich doch sagen, fahren wir die... ...die in ein Krankenhaus.
Toll, 2000 Meter. Wir sehen uns dann da. Das kann ja nicht sein, dass das so weit weg ist. Auf die Seite. Ich glaube, die braucht ein Organ. Wahrscheinlich eine Milz oder eine Leber oder so. So wie die mir gerade da reingelaufen ist. Nur noch 1800 Meter. Nur noch Meter, oder? Ja. Nicht, dass jetzt auch noch irgendwie eine andere... Genau, halt Abstand. Blöder Bus. Also der hat ja gerade nicht nur mich gerammt, sondern auch noch den anderen da. Ihr habt doch Ampeln. Warum fahrt ihr nicht nach denen? Ein rotes fahrt ihr nicht. Also ich schon, ihr nicht. Ah, ich passe durch, wusste ich's doch. War ein bisschen eng, aber das ging schon. Muss ich mal lang. Dankeschön. Was ich hier noch gar nicht gesehen habe, noch kein wohl einziges Mal, ist ein Müllfahrzeug. Ich sehe alle möglichen LKWs und alles, aber kein einziges Müllfahrzeug. Alter, wirklich. Muss hier mal rein. Dankeschön. Ah, da rein. Alles klar. Gut, gut. Die Seite. Ich war abgelenkt. Entschuldigung. Ich war auch abgelenkt. So, verlasse das Fahrzeug. Gut gemacht. Ich melde unsere Speziallieferung im Krankenhaus an und du sagst unserem Hackerfreund Bescheid. Erledigt. Perfekt. Reiche Arschlöcher verdienen keine Extrawurst. So sollten die Dinge nicht laufen. Hey, wir können bei DedSec immer mehr Leute gebrauchen. Machst du bei uns mit? Alles klar, Mann. Bin dabei. Super. Wieder einen abgeschafft, angeschafft. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für diese Folge hier fertig. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, euer Wardasch.